10, 9, ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. That's one small step for man, one giant leap for mankind. 1-0 and lift off. Mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle earned its place in history and has come to a final stop. Good morning and welcome to today's International Space Station Update Hour. You're joining us here in the flight control room in Houston, Texas, where flight controllers are monitoring all the systems on board the orbiting laboratory as they control it orbiting just about 250 miles over the Earth's surface. Today, right now, the Orbit 2 team is currently on console and they're being led by Flight Director Gary Horlocker there in the center. And at the Capcom console, you can see astronaut Dan Tanney there. And joining him throughout the hour will be fellow NASA astronaut Katie Coleman. They will be serving as the voice links between the controllers here on the ground and the astronauts up in space. And those astronauts right now are the crew of Expedition 31, starting with our three astronauts who've been on board the station since last December. On the right, you have, on the far right, NASA astronaut Don Pettit. Then in the front row, Expedition 31 Commander Oleg Kononenko from the Russian Space Agency. And to his left is European Space Agency astronaut Andrei Kuipers. And then to the left of him are our three station residents who just docked a few weeks back on May 16th, bringing the station back up to a full six-man rotation. And those three, starting on the far left, is NASA astronaut Joe Akava on his second space flight. In the front row, veteran Russian cosmonaut Gennady Padalka, who is on his fourth and will be commanding Expedition 32 following the departure of Pettit, Kononenko, and Kuipers. And then finally, in the back middle, Sergei Revin, a third Russian cosmonaut on his first flight. The crew began their day today, waking up at about 1 a.m. Central Time, getting involved right off the bat in a number of experiments over on the Russian side. Commander Kononenko has been replacing a few of the components in the Russian toilet system today. He's also going to be participating in the Russian bar experiment, which looks to develop different methods for detecting any rapid depressurization in station modules. He'll also be doing some preparation work for his upcoming departure from the International Space Station when he undocks alongside with Kuipers and Pettit on July 1st. Meanwhile, Gennady Padalka has been steeped in experiment work today, working with the plasma crystal, which is a study that looks at the growth of different plasma dust structures in zero gravity. He's also working with the Konstanta experiment, which is one of the biological research projects over on the Russian side, which looks to study spaceflight factors like radiation and zero gravity and the effect that they have on different enzymes. Our third Russian cosmonaut, Sergei Revin, was taking some photos for that plasma crystal experiment and also working on the bar experiment alongside Kononenko. He's also been involved in setting up the Russian Matryoshka experiment, named after the nested dolls that are fairly famous from Russia. It's a radiation research project that looks to study the different doses that the astronauts' bodies are subjected to during their long-duration space flights. Over on the U.S. segment, NASA astronaut Joe Akava has been reviewing some procedures for his upcoming in-flight maintenance tasks of the thermal control system. Also doing some preparation work inside the Japanese experiment module, setting up the fluid system servicer's fluid control pump assembly. That's in advance of a coolant refill that he'll be doing a little bit later this week. And then throughout the hour today, he'll be working on the BASS experiment, which we'll be getting plenty of video down as he works with payload controllers in Cleveland. BASS standing for the Burning and Suppression of Solids. It's an investigation that looks to examine the burning and extinction characteristics of a wide variety of fuel samples in microgravity. Meanwhile, European astronaut Andrei Kuipers is doing quite a few ultrasound scans today, working with the Integrated Cardiovascular, which he'll be doing some ultrasound scans of the heart muscle on both himself and Don Pettit, and also working with the Vessel Imaging Experiment, which looks to study the different properties of blood vessel walls inside the astronaut and how they change over time.
He also participated in a public affairs event with ESA and Euronews down on the ground. And then our final Expedition 31 crew member, NASA astronaut Don Pettit, has been working on the station's environmental health system, doing a removal and replacement of the total organic carbon analyzer. He'll also be packing up a few items for return on their Soyuz craft coming up in July. And as mentioned, he was working with that integrated cardiovascular, doing some ultrasound scans alongside Andre Kuipers. Crew will wrap up their day with the daily planning conference a few hours from now and are scheduled to go to sleep at about 4:30 p.m. Central Time. Ganz aktuell tut sich etwas rund um die Raumstation ISS. Morgen tritt nach Jahren der Vorbereitung ein ganz neuer Typ von Raumfähre in die entscheidende Testphase, der Materialien zur ISS transportieren soll, aber vor allem auch wieder heil runter. Oktober 2005. Auf der norwegischen Raketenbasis Andøya geht Chefex 1 an den Start. Ein neues Konzept für ein Wiedereintrittsfahrzeug. Ein Flugkörper, der ins All geschossen wird und dann wieder zurückkehren soll. Der Start gelingt. Für die deutsche Raumfahrt ist Chefex 1 ein Erfolg. Die Entwicklung kann nun weitergehen. 7 Jahre später und fast 3000 Kilometer weiter südlich geht das Projekt Chefex jetzt in eine neue Phase. In Ottobrunn bei München steht Chefex 2 für die letzten Tests bereit. Die Raumfahrtwissenschaftler wollen abschließend prüfen, ob ihr weiterentwickelter Flugkörper die Belastungen des Starts und des anschließenden Flugs ohne Probleme überstehen wird. Die letzte Stufe der Rakete mit Chefex 2 an der Spitze kommt dazu auf einen Rütteltisch, der die Konstruktion ordentlich durchschütteln soll. Die Anspannung ist groß, denn mit dieser Konstruktion wollen sie das aktuell wohl größte Problem der Raumfahrt lösen. Ja. Wir wollen mit neuen Ansätzen, mit neuen Thermalschutzkonzepten, aber auch mit einer neuen Form ein Wiedereintrittsfahrzeug generieren, das genauso gut steuerbar ist wie ein Shuttle, aber möglichst so einfach aufgebaut ist wie eine Kapsel. Diese Synthese wollen wir machen, um für zukünftige Raumfahrzeuge auch vom Kosten, vom Aufwand her, da ja ein realistisches Szenario möglich zu machen, um es billiger zu machen, kostengünstiger. Und da ist in der Wiedereintrittstechnologie noch eine Lücke da, da muss man noch dran arbeiten. Wie wichtig es ist, diese Technologielücke mit dem scharfkantigen Chefex 2 zu schließen, zeigt der Blick nach oben. In aktuell 400 Kilometern Höhe kreist die internationale Raumstation ISS um die Erde. Die Astronauten kommen und gehen mit russischen Soyuz-Kapseln. Versorgt wird die Station jedoch hauptsächlich mit dem europäischen ATV-Transporter, der mehr als 7 Tonnen Nutzlast in den Weltraum bringen kann. Seit Ende März ist ATV Nummer 3 an der ISS angedockt. Nach oben geht es also problemlos. Doch Forschungsergebnisse oder Materialproben in großem Stil wieder nach unten schicken, geht ohne Space Shuttle nicht mehr. Denn wenn die Astronauten alles entladen haben, wird ATV 3 nach dem Abkoppeln, wie seine Vorgänger, in der Erdatmosphäre verglühen. Denn es ist eben kein Wiedereintrittsfahrzeug. In Ottobrunn steigt unterdessen die Anspannung. Immerhin 7 Jahre hat es gedauert, um von Chefex 1 zum doppelt so großen Nachfolgemodell zu kommen, das jetzt mit 10-facher Schallgeschwindigkeit bis in über 200 Kilometer Höhe geschossen werden soll, um dann, hoffentlich, unschadet zur Erde zurückzukehren. Wir simulieren den Start, bei dem sehr hohe, sehr starke Vibrationen auftreten, hier am Boden, und gucken, ob die Struktur keine Fehler aufweist und vor allem, dass die Elektrik keine Fehler aufweist, dass die ganzen Sensorsysteme, die ganzen elektrischen Systeme noch einwandfrei funktionieren. Das ist der wichtigste Test. Würden wir es nicht tun, ist das Risiko enorm hoch, dass wir vielleicht irgendwo einen kleinen Fehler drin haben, der nachher zum Totalausfall führt. Und damit haben wir die ganze Mission irgendwo einfach nur in den Himmel geschossen. Und damit wären 16 Millionen Euro Entwicklungskosten genauso dahin wie ein völlig neuer Technologieansatz. Chefex steht für Sharp Edge Flight Experiment, den scharfkantigen Flugversuch. Wo aktuelle Raumfahrzeuge runde Formen haben, hat Chefex Ecken und Kanten, um die Sensoren und Messinstrumente im Inneren zu schützen.
Flache Hitzeschutzplatten sind einfach und relativ billig herzustellen und verbessern die Aerodynamik. Das haben Raumfahrtwissenschaftler aus insgesamt 6 Forschungsinstituten in aufwendigen Windkanalversuchen ebenso überprüft wie das Verhalten beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Auch hier funktioniert das Konzept. Die Konstruktion hielt in den Versuchen Temperaturen von über 2000 Grad Celsius aus. Eine Rückkehr zur Erde wäre also problemlos möglich, wenn nun Chefex-Kapsel plus Rakete, die bis zu 2000 Schwingungen pro Sekunde auf dem Schütteltisch überstehen, die Belastungen beim Start simulieren. Und es sieht gut aus. Die ganze Konstruktion ist offensichtlich richtig ausgewuchtet, alle Verbindungen halten, es gibt keine Fehlermeldungen. Wenn wir Chefex 2 erfolgreich geflogen sind, sind wir auf dem Technologiesektor, dass wir Technologien haben, die Hälfte des Weges gegangen. Nicht, dass dann das fertige Raumfahrzeug dasteht, aber die Technologien, die wir brauchen, die haben wir dann so weit im Griff, dass wir sagen können, jetzt haben wir mit Chefex 2 die Hälfte des Weges und vielleicht in den nächsten 6, 7 Jahren die andere Hälfte. Dann haben wir die Technologien. Technologische Entwicklungen in der Raumfahrt dauern lange. Das Projekt Chefex ist keine Ausnahme. Aber die Wissenschaftler sind nun optimistisch, dass alles so gut funktioniert wie damals. Wieder in Andøya in Nordnorwegen und dass wieder, wie 2005, ihr neuer, größerer Flugkörper problemlos an den Start gebracht wird. Und dass die Kollegen an Bord des Bergungsschiffes rechtzeitig an der richtigen Stelle sind, um die Chefex-Kapsel aus dem Wasser zu holen, die nach ihrem 10-Minuten-Flug Richtung Weltall mit einem Fallschirm vor der Küste niedergehen soll. Morgen zeigt sich, ob sich die jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit an Chefex 2 gelohnt hat. Start in die Mission Hyperschallflug. Andøya im hohen Norden Norwegens, jenseits des Nordkaps in einer abgelegenen Gegend, ist ein bevorzugter Ort für den Start von Testraketen. Diese Bilder zeigen den Start der Chefex 1 des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt. Zentraler Aspekt: der Wiedereintritt der Rakete in die Atmosphäre. Jetzt steht ein neuer Versuch bevor. Leider ist Chefex 1 im Meer versunken. Aber bis zuletzt haben die Daten gezeigt, dass es gut funktioniert hat. Wir wollen jetzt mit Chefex 2 eine deutlich höhere Geschwindigkeit haben, sodass wir also schon wirklich in den Hyperschall gehen, mehrfache Schallgeschwindigkeit, um also auch diese thermische Belastung schrittweise zu stärken. Um das zu erreichen, gehen die Forscher beim Design neue Wege. Bislang galten abgerundete Formen für Raumfahrzeuge als beste Konstruktionslösung. Bei Chefex 2 dagegen, hier ein Modell im Windkanaltest, fallen die geraden Kanten auf. Die müssen beim Wiedereintritt Temperaturen von knapp 2000 Grad aushalten. Dafür ist Chefex nun entwickelt worden. Ein scharfkantiges Element, was den Wiedereintritt überstehen kann, was einen zweiten Vorteil hat, nämlich durch diese Scharfkantigkeit reduziert sich die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile, die wir brauchen. Am 20. Juni soll Chefex 2 abheben. Das Projekt bedeutet Neuland. Anders als etwa die USA oder Russland hat Deutschland bisher noch keine Flugkörper gebaut, die ins All geschossen und anschließend unversehrt wieder auf die Erde zurückkehren können. Langfristig wollen die Raumfahrttechniker einen sogenannten Free Flyer konstruieren, eine unbemannte Mini-Raumstation für wissenschaftliche Experimente. Mit der Vision, möchte ich es mal nennen, Rex Free Flyer, beabsichtigen wir einen Raumkörper, eine Raumsonde herzustellen, die eben längere Zeit im Orbit bleiben kann, dann dort Experimente in der Schwerelosigkeit zulässt und nach Abschluss der Experimente gezielt wieder in die Erdatmosphäre eintritt, nicht verglüht, sondern den Wiedereintritt übersteht und dann auch entsprechend landen kann. Das ist jedoch Zukunftsmusik. Zunächst gilt es, Chefex 2 200 Kilometer weit in die Atmosphäre aufsteigen zu lassen. Anders als die Vorgängerrakete kann sie vom Boden aus aktiv gesteuert werden. This is Mission Control, Houston. For the crew on the International Space Station, Tuesday has been a day of science research and maintenance activity. And for some of the crew members, also the start of preparations to conclude their 6-month spaceflight. Station Commander Oleg Kononenko spent the morning photographing windows in the Russian modules of the International Space Station. He then moved on to the Russian daily maintenance in the Russian segment toilet.
His crewmate Gennady Padalka spent a good portion of his day working on the plasma crystal experiment. That is examining behavior of plasma dust crystals and fluids in the microgravity environment. Flight engineer Sergei Repin, also working on Russian science today, busy with the Tipologia experiment, which is researching how crew members' reactions change over time as they spend time in the alien environment of low Earth orbit. Flight engineer Joe Akaba spent time today doing maintenance on the Japanese robotic arm and then moved to gather up hardware that will be used for the maintenance on the thermal control system that he will perform later on in the week. Flight engineer Don Pettit had time today to gather up hardware that will be used for the assembly of the amine swing bed. That's scheduled to take place on Wednesday as well. For flight engineer Andre Kaupers, he worked today to prepare the Marangoni Inside experiment hardware and also conducted some testing of water from the environmental health system. After the crew members had their lunch break, the Russian crew members prepared some memorabilia related to the mission of the automated transfer vehicle number 3 that will be brought back to Earth. The three United States operating segment crew members also spent time getting set to talk about their mission in interviews with Fox Business Channel and the American Geophysical Union. All of the crew members finished up their second daily exercise session just before the evening daily planning conference. Kononenko, Kaupers, and Pettit are looking ahead to the start of departure preparations ahead of the end of their flight. Those three crew members are scheduled for a Soyuz landing in Kazakhstan on July the 1st to wrap up a mission of more than 193 days in space. Ground control from Tiangong, a message from China's first orbiting laboratory. The astronauts on board the station have held their first video conference call with their Aerospace Command Center, the first time Chinese astronauts have ever had a live video link with the ground. The 20-minute call was yet another proof of concept part of a mission, which has broken new ground for China in almost every area. Communicating with the ground whilst travelling at more than 17,000 miles an hour is, to put it mildly, tricky, especially with video. But it's an essential part of operating and maintaining a space station. Vor dem Militärhospital im Kairoer Stadtteil Mahdi warten Anhänger wie Gegner des Ex-Präsidenten. In diesen Minuten will ein Ärztegremium ein Bulletin über den Zustand des Patienten bekannt geben. Mitleid? Wozu? Das ist die gerechte Strafe Gottes, die Mubarak jetzt ereilt. Empörung schlägt dem Studenten entgegen. Möge Gott ihm gnädig sein, er hat doch auch viel Gutes getan für unser Land. So prima wie unter Mubarak wird es uns nie wieder gehen. Mubaraks Todeskampf fällt in schwere Zeit. Das Militär verwaltet ein Land ohne Parlament, Verfassung und Präsidenten. Die Revolution 2011 hatte Mubarak nach 18 Tagen aus dem Amt gefegt. Sein zäher Widerstand gegen die Forderungen der Straße hatte letztlich fast 900 Menschen das Leben gekostet. Dafür musste sich Mubarak vor Gericht verantworten. Äußerlich ungerührt empfing der Mann im Käfig Anfang diesen Monats sein Urteil lebenslänglich. Viele Ägypter fanden dieses Urteil zu milde. Für Hosni Mubarak war der Richterspruch aber offenbar der Moment, zu dem er sich selbst aufgab. Sein Nachlass, ein Land, das auf der Suche nach Demokratie ist. Die ersten freien Präsidentenwahlen, eine Entscheidung zwischen einer vermeintlichen Wiedergeburt des Systems Mubarak und dem Weg in ein religiöses Diktat der Moslembrüder. Morgen sollte das Ergebnis dieser Stichwahl bekannt gegeben werden. Vorwürfe massiver Wahlfälschung lassen den Termin allerdings ins Wanken geraten. The crew involved in quite a bit of maintenance and experiment activity today. Don Pettit and Ala Kononenko were taking a look at the amine swing bed hardware, which Pettit has been working on over the last few hours. Starting off with some of our activities, Kononenko, you can see off to the right there of your screen, has been doing some so-called launch and entry suit leak checks. Those are the suits that he, Pettit, and Kuipers will wear on their upcoming July 1st landing when they depart the International Space Station after spending over 190 days on orbit.
along with those leak checks. He'll be doing some departure preparation and doing some checkouts on their Soyuz vehicle, the TMA-03M spacecraft, and then also wrapping up his day with some routine maintenance on the Russian oxygen generation system, or the Electron. Our second Russian cosmonaut, Gennady Padalka, a veteran astronaut of multiple space flights, has been doing quite a few experiment studies today, starting with a vein study, which is one of the many biological experiments that the astronauts are engaged in, using their own bodies kind of as guinea pigs for these research projects. He's also been working with the plasma crystal experiment, which looks to study how dust structures and dust plasma structures coalesce and form in that microgravity environment. He'll also be involved in a pretty major replacement operation alongside Sergei Revin, working on the TVIS, or the treadmill with vibration and isolation stabilization. They'll be changing out one of the wire ropes and the gyroscopes. And as mentioned, Sergei Revin will be assisting him in that activity a little bit later today. And he's also been doing some cleaning of the ventilation screens throughout the air system, all throughout the Russian segment. Moving on, we have Joseph Acaba, who's doing some filter cleaning of his own over on the U.S. segment, cleaning out the bacteria filters, all these in place to ensure that the astronauts' atmosphere on board the station is safe and breathable and free of any contaminants that could potentially cause detrimental health effects. He'll also be working with an antimicrobial applicator inside of the GEMS internal thermal control system. The GEM, the Japanese experiment module, has been seeing quite a bit of action today. So not only Acaba, but Andrei Kuipers has also been in there quite a bit today. He's been working on the fluid physics experiment facility, which is a JAXA, or the Japanese Aerospace Exploration Agency's sub-rack facility, and it's used to investigate a number of fluid physics phenomena in that microgravity environment. Here you can see Kuipers working inside the GEM on that FPEF, or the Fluid Physics Experiment Facility. He'll also be doing some work with the Environmental Health System using a surface sampler kit and a microbial air sampler kit, doing some analysis and taking some data for teams down here on the ground to use, again ensuring that the surfaces and the breathing air of the atmosphere on board the station are all checking out. And meanwhile, Don Pettit, who we saw working on that amine swing bed just a little while ago, that swing bed is an investigation which is hoping to determine if a vacuum regenerated system can effectively remove carbon dioxide from the International Space Station, as that is one of the vital tasks as these astronauts exhale. They're continually changing the composition of the atmosphere from less oxygen to more carbon dioxide, so it consistently has to be scrubbed out in order to ensure that their atmosphere is safe for breathing. Good morning and welcome to today's International Space Station update. Crew has been very busy today with two of our Russian cosmonauts celebrating their birthdays today on board the station, starting off with Commander Kononenko, who was joined by his fellow Russian cosmonauts Padalka and Revin in a Russian public affairs event a little bit earlier today. And then other than that, he'll be doing a series of electrical power system tests throughout the Russian service module, or the Zvezda module. And that'll pretty much take up most of his time today, a pretty routine task, just to make sure all those systems are performing as they should. Moving on, veteran astronaut Gennady Padalka has been working on a few more of the experiments on board the station, working with the SonoCard system, which is a contactless acquisition device, which looks to collect physiological data, such as just basic heart readings and other bodily readings from the astronauts while they're sleeping. He'll also be working with the Typologia experiment, which looks to study how these astronauts adapt in that transition to the weightless environment of space, and then the effects that it may have on their basic control and decision functions. Our third Russian cosmonaut, Sergei Revin, has also been doing some cardiac studies this morning, taking some readings, which it was scheduled for 30 days, or I think it was, believe, 2 days between a private medical conference with crews on the ground. So another one of those studies looking at the astronauts' cardiac function as they're exposed to this microgravity environment for long periods of time. He'll also be working with the Russian relaxation experiment,
which looks to determine the effects that propulsion system exhausts have on the Earth's upper atmosphere, but also any of the optically sensitive surfaces on board the station, such as windows, equipment lenses, and solar array panels. And meanwhile, NASA astronaut Joe Acava removed a few insulation blankets from the antimicrobial applicator earlier today, allowing the temperatures to equalize and come up to a kind of a room temperature on board the station. He'll also be working in the Japanese experiment module today, doing some work with the thermal control system's fluid servicer system. He'll also be assisting Don Pettit a little bit later today with the integrated cardiovascular experiment, as Don Pettit takes a number of ultrasounds of his own body. Meanwhile, European Space Agency astronaut Andrei Kuipers is continuing some of the work he was doing yesterday with the fluid physics experiment facility inside of the Japanese experiment module. He's working to set up the Marigoni Inside module inside of this thing. The Marigoni experiment looks to study thermocapillary convection, which is also called Marigoni convection, in the microgravity environment. He'll also be conducting a photo survey of the Columbus module, which is the European Space Agency's main experiment module on board the station. Then our final Expedition 31 crewmate, Don Pettit, is also going to be working in that Japanese experiment module, changing out some of the batteries and the portable computer systems on board. He'll also be stowing a few items from yesterday's amine swing bed operations that he was working on throughout most of his day. And then later on today, he'll be working with that ultrasound system, getting some scans for the integrated cardiovascular research and also for the vessel imaging research. Det var første. Burnout? Jeg har ikke burnout enda. Han fortsetter. Prøv å høre på høytalen. 10 sekunder til. Burnout first stage. Deviation from volume trajectory is 0.6 sigma to northwest direction. Weitläufige Moorlandschaften, weiße Sandstrände und hohe Felsen, die steil emporragen, prägen die Landschaft. Wir sind im Norden Norwegens auf der Insel Andøya, nahe dem Ort Andenes. Andenes ist neben seiner einzigartigen Landschaft auch ein Ziel von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Nahe der Stadt liegt die Andøya Rocket Range. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, forscht hier seit langem mit Höhenforschungsraketen. Andøya ist der Startplatz für die SCHEFEX-Missionen. SCHEFEX, das Sharp Edge Flight Experiment, ist ein Technologie-Leitprojekt des DLR und ein rein national finanziertes Programm. SCHEFEX soll neue Technologien für die Raumfahrt möglichst günstig im Flugexperiment testen. Die erste Mission wurde 2005 bereits erfolgreich durchgeführt. Mit SCHEFEX besitzt Deutschland einen exzellenten Technologiedemonstrator und beweist, dass Deutschland an der Spitze des heute ingenieurstechnisch Machbaren forscht und entwickelt.
Mit der Mission werden Technologien für ein zukünftig wiederverwendbares Raumtransportsystem entwickelt, das auch die führende Position Deutschlands im Bereich der Mikrogravitationsforschung nachhaltig stärken und weiter ausbauen wird. Deutsche Hochleistungstechnologie schafft Innovationen für Staat und Gesellschaft. Schäfex ist ein weiteres Beispiel dafür. Der zweite Flug im Rahmen des Schäfex-Programms dient der weiteren Erprobung des scharfkantigen Designs mit einem neuartigen Hitzeschutz und einer aktiven Steuerung des Flugkörpers. Bei dieser Mission greifen die Wissenschaftler auf ihre Erfahrungen mit Schäfex 1 zurück. Bisherige Raumfahrzeuge besitzen eine abgerundete Außenhaut. Dagegen sollen scharfe Ecken und Kanten den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre billiger, sicherer und flexibler machen. Für den Flug wird die Testkapsel auf die Spitze einer zweistufigen Höhenforschungsrakete gesetzt, die im Vergleich zur ersten Mission wesentlich leistungsfähiger ist und eine Fluggeschwindigkeit von 12.000 Kilometern pro Stunde ermöglichen wird. Der gesamte Flugkörper ist ca. 13 Meter lang. Die mobile Raketenbasis Moraba des DLR stellt die Rakete bereit und wird den Start durchführen. Schäfex 2 soll dabei in eine Höhe von 200 Kilometern gebracht werden. Das gesamte Experiment wird etwa 10 Minuten andauern. Die größte Herausforderung des Wiedereintritts von Raumfahrzeugen in die Erdatmosphäre liegt in den extremen Temperaturen von über 2000 Grad Celsius. Für die Forscher beginnt deshalb der interessanteste Teil des Fluges beim 45-sekündigen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre in einer Höhe von 100 bis 20 Kilometern. Anschließend soll die Kapsel per Fallschirm südlich von Spitzbergen landen. Mit Schäfex 2 werden 9 verschiedene Hitzeschutzsysteme getestet, größtenteils Entwicklungen aus faserkeramischen Verbundmaterialien des DLR. Sie sind im Vergleich zu metallischen Werkstoffen wesentlich hitzebeständiger, extrem leicht und auch bei hohen Temperaturen formstabil. Erstmalig strömt bei einem dieser Hitzeschutzsysteme während des Wiedereintritts Stickstoff durch eine poröse Kachel und kühlt so den Flugkörper. Aber auch Experimente der deutschen Raumfahrtindustrie, EADS Astrium und MT Aerospace, der Universität Stuttgart und internationale Partner sind mit an Bord. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wird Schäfex 2 bei seinem Wiedereintritt in die Atmosphäre zusätzlich aktiv gesteuert werden, über kleine Stummelflügel, sogenannte Canards. Das DLR hat dafür ein maßgeschneidertes aerodynamisches Flugsteuerungssystem entwickelt, mit dem der Flugkörper kontrolliert zur Erde zurückkehren soll. Für die Weiterentwicklung zu einem rückkehrfähigen Raumfahrzeug eine unbedingt notwendige Voraussetzung. Bereits jetzt laufen die Planungen für eine weitere Schäfex-Mission. Die konsequente Anwendung der Schäfex-Technologie soll ab 2020 einen relativ unkompliziert aufgebauten und damit kostengünstigen Raumgleiter ermöglichen, der wie ein Space Shuttle punktgenau landen kann. Der Raumgleiter soll als freifliegende Experimentplattform genutzt werden. Zunächst werden die Möglichkeiten für eine REx Freeflyer-Plattform, Returnable Experiments in Space, untersucht. Sie hätte vielfältige und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Zum einen würde sie ein Mikrogravitationsumfeld in einer sehr guten Qualität und flexiblen Dauer herstellen.
Zum anderen könnte man optimal die kosmischen Umgebungsbedingungen wie Vakuum, Strahlung oder tiefe Temperaturen für wissenschaftliche Untersuchungen nutzen. Sie schließt damit eine Lücke zwischen minutenlanger Schwerelosigkeit bei den Texusflügen und der ständigen Schwerelosigkeit an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Wenige Minuten vor dem Start steigt nun die Anspannung unter den Wissenschaftlern. Nach 7 Jahren Vorbereitung, 3 Wochen Startkampagne in Norwegen und abgeschlossener Integration und letzten Tests an der Rakete erwartet man nun den Höhepunkt der Kampagne, den 10-minütigen Flug. Bilderbuchstart. Auf Spitzbergen startet bereits ein Suchflugzeug, das Raumfahrzeug nach seiner Rückkehr im Wasser orten soll. Schon vor Tagen war ein Bergungsschiff von Andenes aus ins Zielgebiet ausgelaufen, um rechtzeitig mit der Bergung beginnen zu können. Funksignale werden empfangen, doch es gibt ein Problem. 3 Meter hohe Wellen und schlechte Sicht machen eine Bergung unmöglich. Zusätzlich kann die Telemetriestation auf Spitzbergen die letzten Sekunden des Fluges nicht verfolgen. Dennoch aufatmen unter den Wissenschaftlern. Die Mission war ein voller Erfolg. Bis auf 4 Sekunden am Ende des Fluges, bedingt durch den Telemetrieausfall auf Spitzbergen, sind alle Daten empfangen worden. SCHEFEX 2 ist wie vorberechnet geflogen und die Wissenschaftler haben umfangreiche und wertvolle Daten in Echtzeit erhalten. Jetzt kann die Auswertung beginnen. Zufrieden sind die Wissenschaftler auch mit dem exakten Flug des Raumfahrzeugs. Erstmals hat die DLR-eigene mobile Raketenbasis Moraba ein Trägersystem in dieser komplexen Konstellation entwickelt und geflogen. Good morning and welcome to this Friday's edition of the International Space Station Update Hour. You're joining us here inside of the flight control room in Houston, Texas, where the Orbit 2 team is wrapping up another successful week on board the International Space Station. They're being led today by Flight Director Mike Lammers. Joining him at the Capcom console there, serving as the voice connection between controllers here on the ground and the crew up in space, is Christy Bertels. And that crew right now is the Expedition 31 crew members from around the globe. They are comprised of 3 Russian cosmonauts, 2 NASA astronauts, and 1 European Space Agency astronaut. Starting on the left there, we have NASA astronaut Joe Akaba, followed by Russian cosmonaut Gennady Padalka, and then Russian cosmonaut Sergei Revin. And then on the right side, we have our 3 astronauts who will be returning back down to Earth in just over a week from now, with ESA astronaut Andrei Kuipers, current Expedition 31 Commander Oleg Kononenko, and NASA astronaut Don Pettit. So the crew quite busy this week with an array of different experiment and maintenance activities throughout the International Space Station. We'll start off with the activities that were taking place on Monday, with Commander Kononenko replacing a few of the components in the Russian toilet system, doing some routine maintenance, and also working on the Russian bar experiment, which looks to develop ways for detecting any potential depressurization throughout International Space Station modules. Moving on
another Russian cosmonaut, Gennady Badalka, was working with the plasma crystal experiment, which he spent quite a few days throughout this week working on, which looks to study the growth of different plasma dust structures in the zero-gravity environment of space. He was also working on the Russian Konstanta experiment, which looks to study spaceflight factors like that zero gravity, but also the radiation environment that they're exposed to and the effects that it has on different enzymes. Our third Russian cosmonaut, Sergei Revin, was also involved in that BAR experiment, but also worked on the Matryoshka experiment, named after the set of nested Russian dolls. It's a mannequin-sized device that has a number of sensors placed throughout it that is used to track and gather data on the radiation conditions that astronauts are exposed to during their expedition spaceflights. Meanwhile, NASA astronaut Joe Acaba was busy setting up the Fluid System Servicer's fluid control pump assembly inside of the Japanese experiment module in preparation for a coolant refill. He was also spending a good portion of his day working with principal investigators in Cleveland for the BASS experiment, which stands for the Burning and Suppression of Solids, an investigation that looks to examine the burning and extinction characteristics of a wide variety of fuel samples in microgravity. Meanwhile, European astronaut Andrei Kuipers was involved in doing a few ultrasound scans for the integrated cardiovascular, which looks to study the atrophy of the heart muscle, as well as the vessel imaging research project, which studies the changes in the properties of the vessel walls of blood vessels inside of the astronauts' bodies during long-duration space flights. He also took some time out of his day to do a public affairs event, speaking with ESA and Euronews in Europe. And then our final crew member on Monday, Don Pettit, was working on the station's environmental health system, specifically doing a removal and replacement of the oxidizer and the total organic carbon analyzer, which looks to study the carbon content in the astronauts' drinking water. He was also packing up a few items for his return to Earth and their Soyuz TMA-03M vehicle. Moving on to Tuesday, Commander Kononenko was... He took some time out once he woke up to inspect the service module's caution and warning panel, as well as taking some photographs and inspecting a few of the two of the windows inside the Russian segment, looking for any new cavities, scratches, or newer expanded old stains or discolorations that could affect the transparency properties. Meanwhile, Podolkov is busy with his twice-daily checking of the vacuum pressure conditions inside of the plasma chamber of that plasma crystal experiment, which he worked on throughout the week. And our third Russian cosmonaut, Sergei Revin, completed his second session with the Russian Behavioral Assessment Typologia, which looks to study the features of operator activity of these ISS crews during long-term spaceflight phases. NASA astronaut Joe Acaba was back in the Japanese experiment module working on the fluid servicer system, specifically doing some maintenance work on the fluid control pump assembly, and also gathering some hardware for his upcoming work on the antimicrobial applicator and the internal thermal control system. While he was doing that, Andrei Kuipers was reviewing some procedures, preparing for his upcoming work on the fluid physics experiment facility, which he worked on over the next 2 days inside of the Japanese experiment module, and also collecting a few more samples from the environmental health system on board the station. While all that was going on, Don Pettit was doing some removal and replacement work inside the water recovery system, taking out the recycle filter tank assembly in Rack 2 of the WRS and replacing it with some new components, and also working on the station CEDRA, or the carbon dioxide removal assembly, taking out the jumper and doing a slight modification to it. Moving on to Wednesday, Commander Kononenko was conducting a series of Sokol launch and entry suit checks. These are the flight suits that he, Kuipers, and Pettit will be wearing during their return to Earth on July 1st, coming next weekend. The three astronauts will return to Earth after 193 days in space and 191 days on board the station. So Kononenko was doing some leak checks on their entry suits and also a few departure checks and some checkout work on their departing Soyuz TMA-03M vehicle. Meanwhile, Gennady Podolka was continuing his biological research experiments on board the station, doing a Russian experiment study on veins inside of the human body,
and also doing some maintenance work on the station's TVIS, or the treadmill with vibration and isolation stabilization, doing a replacement on one of the wire ropes inside of the gyroscope that helps to stabilize it. He was joined in that replacement work by fellow Russian cosmonaut Sergei Revin, who in addition to that was doing some cleaning of the ventilation systems throughout the Russian segment. NASA astronaut Joe Acaba was also working on some of the air quality monitoring systems inside of the station, cleaning out a few of the bacteria filters, and also working with the antimicrobial applicator inside of the Japanese experiment module's thermal control system. And then also on Wednesday, Andrei Kuipers kicked off his work in the Fluid Physics Experiment Facility, which is a Japanese Aerospace Exploration Agency RAC that looks to investigate different fluid physics phenomena in microgravity. While all that was going on, Don Pettit was working with the amine swing bed hardware assembly, installing that in one of the express racks on board the station. The amine swing bed is a technology demonstration that's hoping to determine if a smaller, more efficient vacuum-regenerated system, which is typically only used on short-duration space flights like the space shuttle was before, would be feasible in something as large as the International Space Station environment, where things like recycling water vapor, which an amine swing bed actually takes out of the air, are much more important. Moving on to Thursday, Commander Kononenko was spending much of his day doing some electrical power tests throughout the Russian segment service module, also known as Zvezda. And while he was doing that, Gennady Padalka was back at a few experiments working with the sonocard system, which looks to acquire physiological data during the astronaut's sleep periods using a contactless system. He was also at work on the Tipologia Russian experiment that Sergei Revin worked on earlier in the week, which looks to study how these astronauts adapt in their transition to weightlessness and any effects that it has on their control skills. And speaking of Sergei Revin, on Thursday, he was working with the Russian relaxation experiment, which looks to determine the effects of propulsion system exhaust on the Earth's upper atmosphere and also on the station's environment and their optically sensitive surfaces, such as windows, equipment lenses, and the solar array panels. He's also working with the Cascade investigation, which looks to do some cell cultivation of different microorganisms, and also cells from animals and humans, all in that microgravity environment. Meanwhile, Joe Acaba was removing a few insulation blankets from that antimicrobial applicator that he had been working on inside the Japanese experiment module to allow the temperatures to equalize with the station environment, and also doing some work inside the GEM, or the Japanese experiment module, on the thermal control system, taking a look at the fluid servicer system. Meanwhile, Andrei Kuipers was continuing his work on the fluid physics experiment setup, working on the Marigonian side payload that they're installing. That payload looks to study the thermocapillary convection, also known as Marigoni convection, in the microgravity environment of space. And our final astronaut on Thursday was Don Pettit, who was also in the GEM working on some of the portable computer systems, doing some battery changes, and he was spending some time taking a few ultrasounds, again, for the integrated cardiovascular test, and also for the vessel imaging research. And all of that brings us to today, Friday, the end of the week. Commander Kononenko and his two Russian cosmonauts participated in a public affairs event earlier today, and he will be doing some Soyuz descent training and departure preps. Again, he was scheduled to depart alongside Andrei Kuipers and Don Pettit coming up on July 1st. Gennady Padalka will be continuing his work with the plasma crystal experiment that he's been giving some attention to throughout the week, and then correcting a few items that they found when they were replacing that wire in the gyroscope on board the treadmill. He'll be replacing a loose stabilizer and a few bolts and misaligned ropes. Meanwhile, the third Russian cosmonaut, Sergei Revin, is back with the Cascade experiment, again looking at the investigation of cell cultivation of microorganisms, animals, and humans in microgravity, and then assisting Gennady Padalka in reinstalling that treadmill. NASA astronaut Joe Acaba is going to be getting some proficiency training for the crew medical officer position and also inspecting the Destiny Laboratories utility output panel. It
looking at a few cables and inspecting the unit for any damage as the astronauts on board and controllers here on the ground look to determine the source of the cause of a power circuit trip that occurred a little bit earlier today. European astronaut Andrei Kuipers will be closing out his week, replacing some of the items in the waste and hygiene compartment, changing out the urine receptacle and the insert filter, and also joining Konechny in some of the training for that Soyuz descent operations coming up, and pre-packing a few items into their vehicle for return. Then our final astronaut on board the station, Don Pettit, will be doing some maintenance on the waste and hygiene compartment as well, manually filling up the flush water tank. And then he'll be spending a good portion of his day working with the SPHERES experiment. SPHERES standing for the Synchronized Position, Hold, Engage, and Reorient Experimental Satellites. You can see him here inside of the GEM working with those satellites. They go through a series of commands, docking operations, and different maneuvering operations, and look to prove different algorithms and different programs written down here on the ground in the microgravity environment of space. Administrator Charles Bolden joined other agency officials and members of Congress for a NASA Day on Capitol Hill to showcase the work being done on the International Space Station. The roles of NASA centers supporting the ISS were discussed by their directors, and more than 20 exhibits illustrated the benefits of the groundbreaking research conducted on the orbiting laboratory. As well as benefiting research, the ISS program promotes education and career opportunities for students in science, technology, engineering, and math. If you go back to your experience on board shuttle and roaming around station, how do you find that life on Aquarius compares, or does it? You know that being on a shuttle mission is surely a sprint. The moment you launch to the moment you land, you are go, go, go. And over these last few days, we have been go, go, go from 6 o'clock in the morning till late at night. Via special television hookup, Administrator Bolden paid a visit to the undersea Aquarius Reef Base off Key Largo, Florida, to speak with the four members of the Nemo 16 crew. This year, NASA's Extreme Environment Mission Operations is testing concepts for a visit to an asteroid in an underwater environment that's the next best thing to being there. Based on what you imagined a mission to an asteroid would be like, since we haven't done that yet, do you see this training as realistic? It's been an incredibly realistic mission, yes, absolutely. I was lucky enough to do a caves mission last September with the European Space Agency, and that was what I thought at the time was a good analog for the space flight, but it's been a fantastic simulation scenario and a tremendous mission. The 16th Nemo crew is Commander Dottie Metcalf-Lindenberger of NASA, European Space Agency astronaut Timothy Peak, Japan Aerospace Exploration Agency astronaut Kamiya Yui, and Steve Squires, Cornell Professor of Astronomy and member of last year's Nemo 15 crew. Bolden also returned to his hometown of Columbia, South Carolina, to help kick off 2012 Summer of Innovation, the NASA program that provides STEM-related learning opportunities to underrepresented middle school students during the summer school break. First stop was the administrator's middle school alma mater, W.A. Perry. At Perry and at the city's Challenger Center, Bolden was joined by Cheryl McNair, the wife of fallen Space Shuttle Challenger astronaut and fellow South Carolinian Ron McNair. I wish you all a lifetime of achievement. I look forward to hearing and seeing many wonderful things that you will create and do in the future. Reach for the stars. Why? Because I believe you can. Some 450 students and educators availed themselves of numerous hands-on NASA activities that stem from the fields of science, technology, engineering, and math. The landmark Vehicle Assembly Building at NASA's Kennedy Space Center in Florida is getting a renovation so it can remain a fixture of America's space program. After almost five decades stacking and processing Saturn V's and the Space Shuttle fleet,
The VAB needs improvement on a grand scale to service new launchers expected to debut in the next few years. The new designs include the Space Launch System, a massive rocket intended to return astronauts to deep space. The building also will be set up to host commercial rockets that are much smaller. With that in mind, engineers from the Ground Systems Development and Operations Program have designed flexible systems that can meet the needs of several different kinds of boosters. They also are making provisions for handling spacecraft, including NASA's Orion, now in development. But much of the work will focus on replacing wiring, cables, and fire protection system piping to meet modern standards and increase reliability. Already, 70,000 feet of cabling have been pulled out of the building's cable trays. In all, 50 miles of cables will be removed. Most are bundles of copper wiring that were common in 1965 when the VAB was constructed. Now, it only requires a couple of fiber optic lines about as wide as a finger to meet the needs of rocket processors. 7 huge platforms bolted in High Bay 3 to service the Saturn V will be removed to make room for modern structures, each weighing about 90,000 pounds. The new platforms will be outfitted with everything required to process a rocket and spacecraft. The focus is to upgrade the VAB for a new generation of launchers and missions to allow NASA and its partners to continue to meet national goals of space exploration. 6, 5, we have 3 main engines up and running, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Atlantis on a mission that will herald a new day of international cooperation in space. 17 years ago, on June 27, 1995, Shuttle Atlantis became the 100th U.S. human spaceflight launch from Cape Canaveral, embarking on a mission that would link it with Mir for the first U.S. Space Shuttle Russian space station docking. STS-71 would also mark the first on-orbit crew changeout by a space shuttle. Atlantis Commander Hoot Gibson and crew brought with them the members of the new Mir-19 mission, Anatoly Soloviev and Nikolai Budarin, and would return home with the Mir-18 crew of Norm Thagard, Vladimir Dezhurov, and Gennady Strekalov. Astronauts and cosmonauts conducted 5 days of joint biomedical and scientific investigations. Atlantis undocked on the 4th of July and landed back at the Kennedy Space Center on July 7th. Robotic exploration of the solar system. Füllt sich schon die Fanmeile und insgesamt ist man ja schon weiter. Das Viertel vorm Finale haben sie vergessen. So eine Zuversicht. 2-0. Auf jeden Fall gewinnen sie. Wir dürfen Deutschland gewinnen heute, ja. Oder muss gewinnen. Yeah. Yeah. Wer heute arbeiten muss, der hört zumindest den Jubel. Die Dienstleistungsgesellschaft verlangt Opfer. Der Lieferant hat noch nicht mal ein Autoradio. Alle meine Freunde haben mich heute eingeladen, das Spiel mit denen gemeinsam zu sehen und wird dann eben leider nichts. Aber die meisten Kunden sind relativ nett und sagen mir dann, wie es gerade steht.
Gewerkschaften und Nationalmannschaften haben eins gemeinsam. Sie können ganze Produktionen stillstehen lassen. Wenn die Tore wie am Fließband fallen, bekommen die Mitarbeiter der Spätschicht von VW, Audi und Opel heute frei für Fußball. Genug Zeit, um das Haus noch zu schmücken. Doch so bekommt das niemand hin. In Eppstein, Rheinland-Pfalz, sitzt der schwarz-rot-goldenste Fan, Dennis Reinhardt. 2.500 Euro hat's gekostet, damit er 200 Mal eine Fahne hat. So EM und WM rasten wir eigentlich immer komplett so aus. In Hannover betet der griechische Wirt Vassili Hasi Anastasio zu den Göttern für einen Sieg. Und vorsichtshalber versucht er es danach auch noch direkt. Und möchte hiermit auch den Jogi Löw bitten, er soll ein bisschen gnädig mit den Griechen sein und nicht so viele Tore schießen. Schauen wir mal direkt nach. Ja, entspannte Stimmung auf Kreta. Hier müssen sich die Deutschen keine Sorgen machen. Die ersten Einheimischen sind schon übergelaufen. Hoffentlich bleibt es auch so, wenn das Ergebnis zutrifft. Wenig Deutsche hier, aber die Atmosphäre ist einfach super. Die Griechen sind super freundlich. Man kann auch danach schön zusammen trinken, trotzdem denke ich. Und hier ist es in knapp zwei Stunden soweit in Danzig. Da steht es gerade 1:0 für Griechenland. Bei der Stimmung jedenfalls vor dem Spiel. Aber das ist ja alles Taktik, deutsche Taktik. Das scheint nur so. Also sie machen super Stimmung, ganz toll. Wir haben auch viele Griechen schon kennengelernt. Aber wir starten nachher durch. In Danzig gibt's sogar noch Karten. Sieht aber nicht so offiziell aus. 320 Euro, vierfacher Preis. Das Spiel wird's hoffentlich wert sein. Ja, und unser Reporter Carlo Schlender ist bereits am Stadion in Danzig. Carlo, haben sich die deutschen Fans denn schon warm gesungen? Ja, mittlerweile haben sie das gemacht, was sie auch versprochen haben. Die Griechen haben ja ein bisschen mehr Stimmung gemacht, aber die Deutschen haben deutlich aufgeholt. Und bis vor kurzem war in der Stadt das Stimmungsbarometer doch eher Richtung Deutschland. Und im Moment ist so etwas wie eine kleine Verschnaufpause eingetreten. Die vielen Fans haben sich jetzt auf den Weg in das 4 Kilometer entfernte Stadion gemacht, um dann hier weiter feiern zu können. Und auch die Polizei, mit der wir gesprochen haben, ist bislang sehr zufrieden mit dem Verlauf. Sie hat zwar den ein oder anderen Problemfan hier ausgemacht, doch der geht in der Masse hier unter, sodass die Chance für eine große Fußballparty, wie wir sie auch aus der Ukraine bereits kennengelernt haben, hier deutlich größer ist, als dass es hier möglicherweise einige Ausschreitungen geben könnte. Vielen Dank. Nach Danzig, Carlo Schlender. Und wir gehen weiter nach Berlin. Dort auf der größten Fanmeile Deutschlands steht Markus Hecken. Markus, sind die Eingänge denn eigentlich schon geschlossen oder finden Fans dort noch einen Platz? Nee, noch geht was. Die Tore sind noch geöffnet. Schätzungsweise 300.000 Menschen sind schon hier auf der Fanmeile. Und die Veranstalter sind optimistisch, dass bis zum Anpfiff hier die Grenze von 500.000 Fans geknackt werden wird. Und diese Bilder, die schaut sich auch die Nationalmannschaft morgen in der Nachberichterstattung an. Das hat Jogi Löw erzählt. Für die ist das ganz wichtig. Das ist ein Motivationsschub. Die Grills sind hier angeschmissen, das Bier ist kalt gestellt. Mehr als 100.000 Liter gehen ja an so einem Abend durch. Also an uns soll es nicht liegen, dass hier am Ende in Berlin auf der Fanmeile schwarz-rot-goldene Glücksmomente zu erleben sind. Das wäre toll, da drücken wir die Daumen. Vielen Dank nach Berlin, Markus Hecken. So, und damit die Kanzlerin nachher rechtzeitig auf der Tribüne in Danzig sitzen kann, wurde ein Treffen mit ihren Amtskollegen aus Italien, Frankreich und Spanien heute in Rom extra vorverlegt. Eine Woche vor dem EU-Gipfel machten sich Merkel, Monti, Hollande und Rajoy für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer stark. Außerdem wollen sie ein EU-Wachstumsprogramm in Höhe von 130 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Wir tun alles, um den Euro als unsere Währung, von der wir auch gemeinsam profitieren, für diesen Euro zu kämpfen und ihn zukunftsfähig zu machen. Der Fiskalpakt und der Rettungsschirm ESM sollen jetzt auch wegen der Klagen in Deutschland gegen die Pläne frühestens am 9. Juli in Kraft treten. Die Bundeskanzlerin ließ heute dementieren, sie habe wegen des Zeitdrucks versucht, Bundespräsident Gauck zur Unterschrift zu bewegen. Ja, und wir schalten nochmal nach Danzig. Da wartet nämlich jetzt Klaus Jakob vor dem Stadion auf die Mannschaft. Klaus, wenn das tatsächlich stimmt mit gleich drei Änderungen in der Startelf, ist das nicht ein ziemliches Risiko? Ich habe jetzt kleinere Aussetzer, macht aber nichts. Ulrike, ich würde sagen, ohne Risiko kein Erfolg, ohne Erfolg kein Halbfinale.
Wenn es gut geht, ist Joachim Löw der Held der Nation. Wenn es schief läuft, ist er der Depp der Nation. Aber ich bin davon überzeugt, dass es gut geht. Denn er hat genau zum richtigen Zeitpunkt sein Anforderungsprofil für dieses Spiel gegen Griechenland geändert und bringt jetzt kreative Spieler, Spieler, die in einer 1-zu-1-Situation mal einen umspielen können und mal ein Tor schießen können. Obwohl die offizielle Aufstellung ja erst um 19.30 Uhr bei der UEFA vorliegen muss, haben wir jetzt schon erfahren, dass es tatsächlich so ist, wie der Guido es in seinem Beitrag gesagt hat. Also Miro Klose kommt für Mario Gomez. Das heißt, wir haben wieder den spielenden Mittelstürmer, der Bälle erobern kann, der tolle Doppelpässe mit Özil spielen kann. Das gleiche gilt auch für den Kollegen André Schürrle auf links und Marco Reus auf rechts. Das sind Stoßstürmer, die trauen sich was zu, die sind aggressiv, die wollen das entscheidende Tor machen. Ich kann nur sagen, beim Zeus auf die Griechen kommt einiges zu und ich bin zuversichtlich, dass wir ins Halbfinale kommen. Ja, vielen Dank, Klaus. Und wir drücken uns gegenseitig den Daumen für heute Abend. So, jetzt aber volle Konzentration auf das Viertelfinale heute. Ja, allerdings. Und ganz klar, auf Europas größter Fanmeile in Berlin fiebern die Fans diesem wichtigen Spiel schon seit Stunden entgegen. Auch heute rechnen die Veranstalter wieder mit gut 400.000 Zuschauern. Die ersten haben sich bereits am frühen Nachmittag die besten Plätze gesichert. Und bei diesem schwarz-rot-goldenen Farbenmeer sollte doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. 10 Stunden lang hörte sich der Aufsichtsrat unter Führung von Berlins regierendem Bürgermeister das an, was er jahrelang überhört hatte oder nicht hören wollte. Die beteiligten Baufirmen schilderten ihre Probleme auf Deutschlands chaotischster Großbaustelle. Nach der Krisensitzung wackelt nun sogar der neu angesetzte Eröffnungstermin. Nach der heutigen Überprüfung ist der Termin 17.03. nach wie vor der Termin, der angestrebt wird. Aber ich bitte wirklich um Verständnis darum, dass wir die Zeit auch brauchen, um das noch weiter zu überprüfen. Fest steht, dass Berlins neuer Flughafen noch teurer wird. Statt zuletzt 3 nun wohl mehr als 4 Milliarden Euro. Weil der Flughafen Lärmschutzauflagen für Anwohner bislang zu lax auslegte, drohen nach einem Gerichtsentscheid allein hier massive Mehrkosten. Das bisherige Lärmschutzkonzept würde, wenn es so rechtlich Bestand haben würde, praktisch Makulatur sein. Es würden ganz neue Dimensionen entstehen. Kosten in der Größenordnung von zusätzlich fast 600 Millionen Euro würden entstehen. Der umstrittene Flughafenchef Rainer Schwarz bleibt im Amt. Um die Baustelle soll sich jetzt aber Horst Ammann kümmern, bislang Chefplaner am Frankfurter Flughafen. Bis August soll er das Chaos lichten. Erst dann will sich der Aufsichtsrat festlegen, ob das hier ab März 2013 Berlins neues Tor zur Welt sein wird. Tja, schön, den Berliner Flughafen darf der Steuerzahler also wohl auch noch retten. Derweil es heute in Rom um die Euro-Rettung ging. Angela Merkel traf sich dort mit ihren französischen, spanischen und italienischen Amtskollegen. Lang dauerte das Treffen nicht. Schließlich wollte die Kanzlerin rechtzeitig im Flieger nach Danzig sitzen. Zu Ergebnissen kam man trotzdem. Tim Kröger berichtet aus Rom. Wieder einmal Staus durch Streik im öffentlichen Nahverkehr, wieder einmal eine Demonstration gegen Sparmaßnahmen und Reformen. Die Stimmung in Italien verschlechtert sich angesichts der Euro-Krise. Für viele ist Angela Merkel die Schuldige. Ich demonstriere auch gegen Deutschland, das ganz Europa dominieren will. Es schien kein einfacher Termin für die Kanzlerin heute zu werden. Zu sehr war Merkel in den vergangenen Tagen zu einem flexibleren Umgang mit den Instrumenten zur Euro-Rettung gedrängt worden. Dann aber demonstrative Einigkeit. Die 4 Staats- und Regierungschefs verständigten sich auf ein europäisches Wachstumspaket. Wir wünschen uns ein Paket von Maßnahmen für Wachstum in der Größenordnung von 130 Milliarden Euro. Und auch bei der Finanztransaktionssteuer gibt es Bewegung. Eine EU-weite Regelung wird es zwar nicht geben. Die 4 größten Wirtschaftsnationen und 6 weitere Länder verständigten sich heute aber darauf, zunächst im kleinen Verbund die Einführung der Abgabe auf den Handel mit Aktien und Anleihen in den jeweiligen Ländern zu prüfen. Ich freue mich auch, dass alle 4 hier heute sagen konnten, wir unterstützen die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Denn die Menschen in unseren Ländern haben nach wie vor den Eindruck, die Krise ist gekommen mit der internationalen Finanzkrise. Und die Finanzmärkte sind noch nicht ausreichend beteiligt. Viele Differenzen aber, wie etwa direkte Finanzspritzen aus den Euro-Rettungsfonds für Banken, bleiben bestehen und damit der Druck auf Angela Merkel. Lieber Yogi, mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Endlich hauen wir die Griechen raus aus dem Euro. Aus der Euro.
Ich werde dir dabei als 12. Mann auf der Ehrentribüne den Rücken frei halten. Meine politische Erfahrung und dein Fußball-Sachverstand, das sollte doch wohl reichen für diese Pleite-Geier. Punkt. Ich hab's deinen Spielern ja schon gesagt. Keine Rabatte mehr, heute voll auf die 12. Haut den Griechen die Bude voll. Wer nicht sparen will, muss fühlen. Bei uns steht dieses Mal eine eiserne Null. Keine Geschenke mehr. Ausrufezeichen. Und noch eins. Wenn wir doch verlieren, werden Schweini, Poldi und Co. in Drachmen bezahlt. Mit sportlichen Grüßen, Angela Merkel. Ja, kann ja nichts mehr schief gehen. Also mit Merkel gegen Griechenland. Wir sind voll im Schwarz-Rot-Gold. Ja, da hat sich richtig was verändert in Deutschland. Früher war Schwarz-Rot-Gold eher was für Heimattümelei und übersteigerten Nationalstolz. Ja, aber seit dem Sommermärchen 2006, da hat die Event-Generation Schwarz-Rot-Gold aus der rechten Ecke geholt und zur Partyfarbe gemacht. Schwarz-Rot-Goldenes Glück überall, auf Fahnen, Hüten und Perücken, auf Häusern und Autos. Deutschland im EM-Fieber. Doch ist das zu viel des Guten? Ein bisschen Patriotismus, Nationalstolz darf man ja haben, auch als Deutscher. Ja, also ich finde das eigentlich eher schlimm, dass das halt eben bei uns immer noch so ein bisschen verächtet wird. Tatsächlich vermuten manche hinter dem schwarz-rot-goldenen Fußballstolz nationalistische oder gar rechte Tendenzen. Und einige machen genau deshalb kurzen Prozess mit Nationalfarben an Autos und reißen ab, was ihnen missfällt. Eine neue Form der Aggression mit politischem Hintergrund. Wir haben das schon in der Vergangenheit gesehen, dass versucht wurde, von rechten politischen Ecken auch Einfluss zu nehmen auf die Fußballszenerie. Wir finden jetzt aber auch natürlich, dass das Lager, das grundsätzlich gegen einen Nationalstolz ist, weil sie Sorgen haben, dass nationalstaatliche Enge in Probleme führt, dass die jetzt auch anfangen, sich an Fußballinsignien zu vergehen und Symbolen und da abreißen. Aber wir werden eine Zunahme von Aggressionspotenzial finden, die politisch motiviert ist. Doch egal, warum die Nationalsymbole abgerissen werden, für den gemeinen Fußballfan geht sowas gar nicht. Das ist genauso radikal wie jede andere Tätigkeit, wo man irgendwelche Leute in ihrer Freiheit beschneidet. Also total, bin ich total gegen. Das gehört auch zu meinem Privateigentum und da kann ich mitmachen, was ich möchte. Ich finde, dass man Kritik üben kann, wenn man eine andere Meinung hat. Aber Abschneiden von Fähnchen, das finde ich nicht in Ordnung. Und ist man gar Teil der Mannschaft und auserwählt, fußballerisch einzustehen für das Land, dann ist der Stolz auf die eigene Nation sogar Pflicht. Es kann sein, dass man schlichtweg den Text nicht kennt oder dass man vielleicht ungern sowieso singt, weil man fürchtet, Misstöne zu produzieren. Es kann sein, dass man sich schon auf das kommende Spiel konzentriert. Also alleine das Schweigen beim Abspielen der Nationalhymne lässt, glaube ich, noch nicht auf die Stärke der nationalen Identität schließen. Ich finde, wenn man schon für die Nationalmannschaft auflaufen darf, sollte man da auch inbrünstig die Hymne mitsingen. Das denke ich schon. Also ich als Türke finde, dass sie das alle lernen sollten und mitsingen müssen. Nationale Hymne, nationale Farben. Das alles geht irgendwie nicht so leicht und unbeschwert wie einst bei der WM 2006. Aber mit jedem Tor für Deutschland geht es ein bisschen leichter. 4:2. Deutschland ist im EM-Halbfinale. Die Berliner Fanmeile war am Abend eine einzige Partymeile. Und auch in Danzig war die versammelte Fanpower außer Rand und Band. Ganz anders bei den Griechen. Beim Duell gegen die DFB-Elf hatte Hellas schnell gar nichts mehr zu lachen. Und mit diesen Bildern ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten bei NTV. Also, 4:2 Sieg gegen die Griechen. Angesichts der Euro-Krise war von manchen viel in das Spiel hinein interpretiert worden, die Griechen würden auf dem Rasen ihre politisch angekratzte Nationalehre verteidigen. Aber für die meisten blieb es einfach ein mitreißendes sportliches Event. Millionen Fußballbegeisterte waren unterwegs, um die eigene Mannschaft anzufeuern. Wie immer war am meisten auf der Berliner Fanmeile los beim Public Viewing. Die Deutschen im Glück mit Kussattacke und Konfettiregen feiern gleich 400.000 Menschen den Sieg auf der Fanmeile in der Hauptstadt. Wie es nach dem überlegenen Auftritt der deutschen Elf weitergehen wird, für die Fans ist das ganz klar. Wir sind ein Halbfinale, wir werden Europameister.
Die Deutschen kommen bis ins Endspiel und werden gewinnen. 2-1. Wir werden Europameister. Lange Gesichter hingegen bei den Griechen, während die deutschen Freudengesänge in Danzig nicht verstummen. So klingen zufriedene Fans. Wir haben ein Wahnsinnsspiel gesehen. Deutschland ist im Halbfinale. Wir haben das beste Spiel der EM bisher gesehen. Wir wissen, dass die deutsche Mannschaft sehr gut ist. Vielleicht ist sie die beste in diesem Turnier. Woran der Grieche noch zweifelt, davon sind die Münchner längst überzeugt. Die stellen wieder einmal unter Beweis, dass sie feiern und singen können. Die Leopoldstraße ist dicht, denn die Fans machen die Nacht zum Tag. Fast könnte man glauben, mit dem Sieg über die Griechen sei der Titel schon gewonnen. Die Fans sind begeistert vom Spiel ihrer Mannschaft. Besser als ich gedacht habe. Also ich hätte höchstens 2-1 geschätzt. Einfach toll, wir haben es gewusst. Wir haben schon vorher geschätzt, dass es irgendwas mit 4-0 oder 4-1 ausgeht. Ich gehe mal ganz voll aus, das Finale und das Finale. 50-50. Vom Finale hatten wohl auch die griechischen Fans geträumt. Beim 1:1 war der Jubel hier in Athen noch groß, aber gegen den rasanten deutschen Fußball kamen die Griechen am Ende nicht an. Deutschland war die bessere Mannschaft. Die Griechen haben ohne Seele gespielt. Wir hatten nicht das Glück auf unserer Seite, aber wir sind Griechen und wir halten weiter zu unserer Mannschaft. Genau wie die Deutschen. Beim Berliner Autokorso freuen sie sich schon aufs Halbfinale. England oder Italien, heißt es am Donnerstag. Und mehr zu dem Spiel auch gleich in unserem EM-Fußballfrühstück im Anschluss an die Nachrichten. In Indonesien hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Die indonesische Behörde für Meteorologie und Geophysik meldet ein Beben mit der Stärke 6,6 auf der Insel Sumatra. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde bislang nichts bekannt. Das Beben ereignete sich nach Angaben des Instituts in 103 Kilometern Tiefe. Die Region wird immer wieder von schweren Erdbeben erschüttert. Über die weitere Entwicklung in Indonesien halten wir Sie natürlich selbstverständlich auf dem Laufenden. Wir blicken auf den Nahen Osten. Die syrische Luftwaffe hat den Abschuss eines türkischen Kampfjets bestätigt. Die Maschine sei vor der Küste der Provinz Latakia ins Meer gestürzt. Der Vorfall könnte die angespannten Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien weiter verschlechtern. Noch gibt es keine Informationen darüber, was der türkische Kampfjet im syrischen Luftraum zu suchen hatte. Der türkische Ministerpräsident Erdogan fordert unterdessen die Aufklärung des Vorfalls und hat Konsequenzen angedeutet. In einer Erklärung seines Büros heißt es: Die Türkei wird ihre endgültige Haltung mitteilen, wenn der Vorfall vollständig aufgeklärt ist. Die sich aufdrängenden Maßnahmen werden mit Entschlossenheit ergriffen. Türkische und syrische Marineeinheiten suchen inzwischen gemeinsam nach den vermissten Besatzungsmitgliedern. Der Kampfjet soll mit hoher Geschwindigkeit und in niedriger Flughöhe in den syrischen Luftraum eingedrungen sein. Daraufhin wurde die Maschine am Freitag von der syrischen Luftabwehr über dem Mittelmeer abgeschossen. Dass es sich bei dem Jet um ein türkisches Militärflugzeug handelte, habe man nicht gewusst. Der Zwischenfall könnte die ohnehin schon gespannten Beziehungen beider Staaten weiter verschlechtern. Die Türkei gehört zu den schärfsten Kritikern des syrischen Präsidenten Assad. Seit Beginn der blutigen Militäraktionen des Assad-Regimes haben viele Syrer Schutz im Nachbarland Türkei gesucht. Also die Fans sind begeistert. Wir wollen nachfragen, wie begeistert der Herausgeber des Kicker ist. Der ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet aus Warschau. Guten Morgen, Herr Holschuh. Wie schätzen Sie denn die Leistung der deutschen Mannschaft ein gestern Abend? Und inwiefern waren Sie von den Personalwechseln gestern Abend auch überrascht? Eigentlich nicht sehr. Ich habe ja gestern schon an gleicher Stelle auf NTV damit spekuliert, dass ich mich versucht habe, in Jogi Löw reinzudenken und eigentlich auf Klose festgesetzt hatte und dann auch gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er an Reus oder Schürrle denkt, dass er beide dann gleichzeitig nun eingesetzt hat, im Prinzip sogar drei Positionen gewechselt hat. Das hat mich in der Tat schon ein bisschen überrascht, aber er hat alles richtig gemacht. Das war ein gutes Spiel der deutschen Mannschaft mit sehr viel Stärken, mit einigen Schwächen. Das darf man natürlich auch nicht verhehlen. Schweinsteiger zum Beispiel mit seinen vielen Fehlpässen oder auch Özil, der nur phasenweise richtig überragend war und mit einigen Defensivproblemen. Aber ich bin überzeugt, da steckt in der Mannschaft noch so viel drin, was man gestern ja ansatzweise gesehen hat, dass es hier eigentlich noch recht weit kommen könnte.
Exakt, jetzt war es ja gestern nur, hat man nur gegen Griechenland, nur in Anführungsstrichen gegen Griechenland gespielt. Wird das denn, wenn man genauso spielt, auch gegen England oder Italien reichen? Wie ist da Ihre Meinung zu? Das sind natürlich ganz andere Kaliber als dieses biedere, fußballerisch biedere Griechenland, das nur wirklich keinen vom Sessel gehockt gerissen hat. Aber ich glaube schon, dass die Italiener ein schwierigerer Partner sein werden als die Engländer, weil sie ganz anderes Fußball spielen. Die Engländer sind nicht so überragend, wie man sich das hätte vorstellen können. Dennoch, gegen beide muss man unheimlich aufpassen. Ich glaube aber, dass wir trotzdem als Favorit in das Halbfinale reingehen. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Holtschuh, für Ihre Einschätzung. Schöne Grüße. Und wir gucken mal auf die griechischen Fans. In überwog dann aber doch die Enttäuschung bei den Fans. Eine Reise hat begonnen, eine Reise ist zu Ende gegangen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft und ich hoffe, dass wir das nächste Mal noch besser sind und weiterkommen. Deutschland war die bessere Mannschaft. Die Griechen haben ohne Seele gespielt. Wir hatten nicht das Glück auf unserer Seite, aber wir sind Griechen und halten weiter zur Mannschaft. Es war eine große Leistung von einem kleinen Land, was viele nicht erwartet haben, aber letztendlich hat halt die bessere Mannschaft doch gewonnen. Trotz der Niederlage, das Vordringen bis ins Viertelfinale ist für Griechenland ein Erfolg. Und für das Selbstwertgefühl vieler Menschen hier angesichts der großen wirtschaftlichen Probleme enorm wichtig. Einmal zeigen, dass man auch gewinnen kann und nicht immer zu den Verlierern in Europa gehört. Griechenland scheidet erhobenen Hauptes aus dieser Meisterschaft aus. Und Deutschland ist weiter mit dabei. Und jetzt steht Deutschland also neben Portugal als zweiter Halbfinalist fest. Am nächsten Donnerstag trifft die deutsche Mannschaft dann entweder auf England oder auf Italien. Und Portugal trifft auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Frankreich. Es sollte eine feuchtfröhliche Fußballparty werden. Doch für die 14 Fans auf dem Anhänger des Traktors endet das Spiel Deutschland-Griechenland schon vor dem Anpfiff. In einer Kurve im bayerischen Jettenbach kippt der Anhänger mitsamt der Besatzung um. 14 Menschen werden verletzt, drei davon schwer. Das größte Gefahren ist, dass sich die Stimmung aufschaukelt, dass die Personen auf dem Wagen feiern und dadurch das Fahrzeug außer Kontrolle gerät und dann, wie in diesem Fall geschehen, möglicherweise umkippt. Autokorsos sind mittlerweile fester Bestandteil der Fankultur. Nach dem Abpfiff raus auf die Straße und die Freude mit anderen teilen. Teilweise allerdings mit waghalsigen Manövern. Durch den hemmungslosen Freudentaumel kommt es auch immer wieder zu Unfällen. In Siegen wurden nach dem Auftaktspiel der Deutschen 4 Menschen zum Teil schwer verletzt. Fußgänger laufen unkontrolliert über die Straße, sind natürlich zum großen Teil alkoholisiert. Das sind aber auch die Autofahrer. Die Autos sind zudem teilweise völlig überbesetzt. Die Leute sind nicht angeschnallt in den Fahrzeugen. Die Leute lehnen sich aus den Fenstern, teilweise mit Fahnen weit hinaus. Sie stehen in offenen Cabrios, sie sitzen auf den Heckklappen. Grundsätzlich ist ein Autokorso verboten. Die Polizei drückt aber bei Großereignissen wie der EM ein Auge zu, wenn der Freudentaumel im Rahmen der Verkehrsregeln stattfindet. Nach den Zwischenfällen wollen Beamte allerdings jetzt rigoros gegen allzu heftige Jubelarien auf den Straßen vorgehen. Damit die Freude über den Sieg der deutschen Fußballmannschaft nicht im Krankenhaus endet, egal mit welchem Gefährt man auch unterwegs ist. Just 4 days ago, we know the combination, the spacecraft, has conducted repositioning. And they have retreated to their position 400 meters away from one another. And then they will begin automatically approaching one another. And from 140 meters parking point, the astronauts will take over and manually docking the two space vehicles. Of course, they will stop at the 30-meter parking point before they have a full contact. And then they will form a combination once again and fly as one. And through this illustration, we can look at how the astronauts have been training at the training center on the ground. It requires a lot of operational accuracy. As we know, the space vehicles were moving pretty fast at 7.8 kilometers per second. Well, it takes a lot of intensive training to master the skills and perform the tasks accurately. Actually, we know both docking mechanisms are very essential for the success of the mission. In case any accident happened during the process of automatic docking, the astronauts will take over and manually docking those two space vehicles. Actually, we know manual docking has proved to be a lifesaver in the past. During Apollo 13 mission, the automatic mode went wrong,
and the astronauts took over and saved the spacecraft. Manually docking process is a milestone in the roadmap of China's space station program. But what China's space station in the future looks like? Let's take a look at the structure. Well, there is a central unit, that's the core module that is providing pressurized environment and living quarters for the astronauts. It also provides guidance, navigation, attitude control, and propulsion. And of course, there is also a node that connecting all the parts together of the space station is like an adapter. On the two sides of the node, there will be China's experimental modules that providing pressurized environment for researchers to conduct research in microgravity. And of course, there will be cargo ships, that is a cargo ship on one end carrying cargoes to and from the space station, and there will be Shenzhou manned spaceship that will be carrying crews from the Earth to the space station. That is the 16th structure that China's space station will look like and where the astronauts will be living and working for quite some while. Well, we know after this docking process, after metal automatic docking, this will be the manual docking. And after that, the astronauts will control the positioning and the speeds of the joint combination once again. And let's take a look at how the process unfolds. Manual controls have been a feature of the Shenzhou series since Shenzhou 4, but until now, they've never been used. Following the automated docking operation, Shenzhou 9 will back up 400 meters away from Tiangong 1. It will then approach to within 140 meters. It will be at this point that the controls will switch to manual and the astronauts will be maneuvering the vessel. This marks the first time for Chinese astronauts to control the spacecraft manually. It will be a major test of their skills. The astronauts have gone through rigorous training in a virtual capsule in preparation for the manual docking. The two handles in the front control the movement of the spacecraft. The right one is for attitude control, the left one is for translation control. Flying a spacecraft isn't as simple as driving a car. Space makes it difficult for human eyes to judge relative positions. So astronauts need the help of a cross drone fixed on Tiangong 1 and a TV camera on the spacecraft itself. The camera will shoot images of Tiangong 1. Our goal is to adjust this cross so that it fits with the cross drone. Then we'll go ahead with the docking process. The two handles control direction. When the two crosses match, the docking process is a success. When the docking process is complete, the screen will show the docking rings touching. That will let the crew know the operation has been successful. Maneuvering in space is a difficult process, requiring good judgment, perfect coordination, and the ability to process information quickly and accurately. These are all necessary skills for successful manned docking. Well, the astronauts will perform another historic maneuver that's manually docking with Tiangong 1 again. How the astronauts have been doing over the past week? Are they prepared for this? Of course, they have performed many experiments on board the Tiangong 1 target vehicle. They have do many experiments about the space medicine, the space biology, the space physiology. And of course, they have performed many preparation works for the manual docking today. Yesterday, they performed a very, very important experiment for this mission. You know that in a normal situation, the whole combination will be charged by Tiangong 1 target vehicle. It has control moment gyroscoped. It only uses electricity to control the attitude of the whole combination. But yesterday, the control switched to Shenzhou 9 spaceship, and Mr. Liu Wang sit in the middle of the re-entry capsule and use his controllers to control the attitude of the whole combination. Although the inertial features of the combination is quite different from that of the Shenzhou 9 spaceship, it is bigger. But his controls can prove that the control system and the handles are sensitive and accurate enough for the missions today. And they have to switch the control to Shenzhou to detach from Tiangong 1 again.
not detached, but this today it is detached, but yesterday he controls the attitude with the thrusters on Shenzhou 9 spaceship of the whole combination. All right, and now we have an illustration of virtual reality from our sister channel, CCTV News in Chinese. They will show how the manual docking will take place. 很多的观众朋友都非常的好奇，说我们航天员的手控的交会对接究竟是如何来进行的呢？ The manual docking. 我们首先要请上的就是我们在太空当中组合体来进行这个神舟九号和天宫一号，the United Craft Vehicles Shenzhou 9 and Tiangong 1. 我们的航天员呢，在这个组合体所构成的两室一厅当中呢，现在已经生活工作了六天的时间，应该说一切良好。Everything goes well. And inside it was very spacious, which make their work go smoothly. And before the manual docking, our astronaut will retreat it to the re-entry module with a spacesuit inside Shenzhou 9. Let's take a look. With a spacesuit, they get more protection. They will get back to their seats inside the re-entry module. And their sitting position will get changed. We'll explain it more. 在我们的神舟九号升空的时候呢，这个座位是 When Shenzhou 9 was launched, 这样来安排的。坐在中间的是 Chief Commander 景海鹏 sits in the seated in the center. 那么他的右手边呢是航天员刘旺，而左手边是航天员 at her right hand side, and Liu Yang on his left hand side. 刘旺是作为操作手，所以他和景海鹏的位置。And during this manual docking, Liu Wang will be the operator, and he will sit in the center. 为什么要来做这样一个调整呢？ Why is the change needed? 到底中间的这个座椅有什么样的奥妙？ Because there's something hidden in the center. In the center seat, there are two manual docking buttons. They have different functions. Take a look at the left-hand side one. It controls the movement of translation of Shenzhou 9. It allows the Shenzhou 9 to go up and down, left to the right. 我们的神舟九号就会有向上喷气，从而使自己的这个姿态向下调整。So changes the position of Shenzhou 9. 这里要跟大家解释的是，其实在真实的状况底下不会有这么大的一个混乱。那么接下来再讲讲右手这个按钮。 The adjustment wouldn't be so dramatic. And the button on the right-hand side allows Shenzhou 9 to pitch up and down, to yawn negatively to positively, and to roll. Also, the adjustment wouldn't be so dramatically up in the space. All the adjustments will be very delicate. To slightly change the relative position of Shenzhou 9 and Tiangong 1. With the operation of the both buttons, the Shenzhou 9 will get adjusted during the way of manual docking and get to approach to Tiangong 1. Let's take a look at the instrument panel in front of the astronaut. We zoom in the central screen on the panel. There is a big cross on the screen, a circle, and a small cross. This is actually the footage taken from a camera on Shenzhou 9 of Tiangong 1. And the small cross locates exactly on the right cross, on the big cross, the two vehicles are in the right position to dock.
Otherwise, adjustment of relative position is needed. 那么刚才跟大家说了，这其实是六种状况，12个方向。 There are 6 dimensions and 12 directions to be adjusted. And it's a highly, very high demand for our astronauts. The crew have been trained up to 2,000 times, and Liu Wang was always has always performed the best, which put him in the position of the operator of manual docking. Shenzhou 9 will withdraw to the 400 meters parking point before the manual docking. When it gets close to 140 meters, we'll start the manual docking. And the last 30 meters was the most stressful distance for the astronaut. Although the relative velocity of the two vehicles is about 0.1 to 0.2 meters per second, but the absolute velocity is about 7.8 kilometers per second. And thinking about the weight of the two vehicles, if a collision occurred, will be disastrous. When they get approached, and the rings will start, and after that, the rest steps are just mechanically finished, and all this procedure will take about 10 minutes. I interviewed Liu Wang before the launch. Manual docking has been one of the most demanding tasks in space program. How much are you sure about the success? And he said, yes, I'm 100% sure, which shows his confidence and ability. But still, the process is very risky. So let's wish luck for them. Well, that's an illustration of how the manually docking will work in about a 10 minutes time. We will be witnessing this historic moment. According to this illustration, it seems that the astronauts will test this maneuvering on the ground for over 1,000 times. Why do we need to test so many times to grasp the skills? The manual docking is very useful, very meaningful, and also very important for the future missions. You know that the manual docking system and the automatic docking system can be recognized as backup for each other. During the history of manned space activities, many missions were saved by the manual docking, especially in the early stages of the development of space stations, the IGLA systems, and also the Kursk system of the former Soviet Union and the Russia often have failures and malfunctions during the missions. When this happened, the manual docking saved their missions. You know that the former Soviet Union prefers to automatic docking during their flight. Astronauts can see Tiangong 1. And the panel of Tiangong 1 has adjusted to a 0 degree. Now, they have been in a relative distance of less than 50 meters. CCD 标志灯切小功率。 We've manned 40 meters, around 30 meters. The manual docking relies on targets on the objective vehicle. When the two vehicles get to about 30 meters, they can see the object very clearly. About 5 meters to 30 meters parking point. We don't set a parking point during the manual docking, but still it's a very important point. They will double check it. B135
Chandrayaan wouldn't stay at 30 meters point for long, but they will make sure they arrive at the point and get support from ground control. 30 meters without stop, they're still moving it forward. 25 meters. An astronaut has started to adjust the position of Chandrayaan 9. We see S propulsed at the end of the Chandrayaan 9, and that's how we can tell the manual docking operation in 20 meters. We see the rings and the cross target is still not getting into the same position. Right now on the screen, the astronaut has started to operate the two vehicles manually. 15 meters. The two crosses have been getting approached to each other. Astronaut will locate the two crosses to the same point, and that's the final task. 10 meters. It's actually very difficult to put these two exactly at the same point. 8 meters. 7 meters. At this moment, the astronaut must have felt the stress of the docking. It must be highly pressure for them. 4 meters. Three meters. Very good. Sits exactly on the other cross. 1 meter. 6S. Times of operation trial works. It's a perfect docking under the operation of astronaut Liu Wang. And that's why they have chosen him to do this. He is one of the best. It is still needs several minutes. So what is the margin of error that has allowed for an astronaut to perform manual docking? Well, for the automatic docking, the docking interface is 18 centimeters. There is going to be a report. He looked pretty smug doing this. Once again, what is the margin of error for this? Well, the deviation, the actual deviation should be less than 18 centimeters. Well, the attitude error in both pitching, yawing, and rolling direction should be less than 4 degrees. But the astronauts raise a more strict requirement to themselves. Mm. And also, the velocity should be nominally 20 centimeters per second. Well, it looks to me it's just like a video game. You're just playing with another object, trying to overlap the two crosses. The better you do it, the better they're connected. Yeah. The challenge is playing your video game while you're weightless. And also, this is not a video game because you are really doing the real thing. It there is are a spacecraft that you are maneuvering. Yeah. 对接环拉回状态正常。
So this is, once again, they attached one another. It takes another 10 minutes to check the seal. Less than 10 minutes, because it is so accurate, so the first alignment is omitted. Mm. So the next task will be the pulling closer for the docking ring or the capture ring, mm. And then the sealing of the two vehicles. So which is the more accurate reference for the astronaut controlling this? Is it the optical image or is it the LIDAR distance reading meter? Because this is conducted in the light. Well, the final approach will be mainly rely on the CCD sensors. And also, we use different technologies comparing with the former Soviet Union. They use periscope because they cannot see the target through the re-entry vehicle. There is an orbital vehicle front. But we use video cameras, and you can see also there is a big cross on the screen of the on the camera. But this time, the docking microwave reader is also very perfect. Mm. According to the designers, I've heard yesterday that they captured the target vehicle at a distance of 224 kilometers, even longer, even more. Longer than the last time in Shenzhou 8 mission. Oh. Mm. And during the whole docking procedure, it always have effective and accurate output. Mm. The final distance is 1.7 meter. This is the distance when the two vehicles form the combination. Mm. And can the astronauts perform the similar manual docking in the dark if they need to? In the dark, it will be more convenient because we have illumination lights on Shenzhou 9 spaceship. As I have mentioned, it will be more convenient because the light is in the right direction, while the sunlight will be a disturbance to the sensors. And also, with this very precise and accurate maneuvering, it probably saves a lot of fuel because that doesn't take a lot of maneuverings of the astronauts. It saves the fuels on both spacecrafts. Quite right. You know that we control the position and attitude of the Shenzhou 9 spaceship totally on thrusters. Mm. We have translation thrusters like this. And we also have reverse control thrusters. If anything emergency happened, they can withdraw the vehicle for safety. Mr. Wang, we talked about simulators here on the ground. How different is it doing in space from doing here on the Earth on a simulator? Yeah. The main difference is the weightlessness. In on the ground, the weightlessness is difficult to simulate. Mm. All simulators in this mission, we developed three simulators. Mm. They are all fixed-based. Mm. They are all fixed-based. That is, they cannot simulate the weightlessness. Weightlessness training is also arranged in the flume, in the water. Mm. Mm. In the flow, newer buoyancy tank, yeah. We would recall. Yeah, yeah. This is the best simulation we can have on the Earth about weightlessness. Mm. Another weightlessness simulation is airplane, by airplane flying. Mm. Yeah. John, how do you think they've been doing with this manual docking? That looked like a textbook example to me. Uh-huh. I'm sure that future pilots who will be carrying out dockings will be hoping that they'll do as well as this one. Because they are all former pilots, military pilots. It shouldn't be too much a requirement if they perform this kind of task. This is quite different from what pilots normally do. The point is that as pilots, they have very good reactions, very good eyesight, and they are not easily disturbed what by what kind of a requirement this is on the astronauts? Because they have to work both hands and their brain have to coordinate and they have to translate into their actions. To be effective in doing a manual docking, they have to go through a lot of practice.
because they don't want to have to stop and think, what should I do now? Yes. They have done it so many times. It has to be a continuous process. They've done it so many times that they automatically do it. Yes. Well, I've heard from the front that the two vehicles have normally hooked up. And they have formed a combination once again, just as they did 6 days ago, with the automatic mode. But this time they did it manually. Maneuvered by astronaut Yuan. They have formed a combination again. And soon they will get into Tiangong-1 once again. Yeah, yeah, within several hours. After they're checking the seal and electronics. Yeah. I've heard from the front that the control of the whole combination have switched to Tiangong-1 target vehicle. While the astronauts join their hands to celebrate the success of the maneuvering, they've done it manually docking with Tiangong-1. With the cooperation of the ground staff and the three astronauts on board, this marks a major milestone for China's space program, with astronauts taking control of spacecraft, joining another space vehicle in orbit. While they are halfway through this mission, they've done automatic rendezvous and docking, and this time they did it manually. The next mission will be successful coming back home, I think. Also, they will stay 4 more days in the Tiangong-1 target vehicle and perform other experiments. For instance, they will have the pharmacodynamic experiments on board Tiangong-1. They will eat some medicine and test the influence of the weightless environment. Mm. And because this is the first time the Chinese astronaut has stayed in space for so long, but it seems they are being accustomed to the environment pretty well. Yeah, quite right. And they've learned how to move in space, how to eat, how to drink, how to sleep in space. Yeah. That paves the way for future space missions, longer duration missions. Yeah, 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 quite right. This is very important. As you mentioned, their status is very good. This shows the countermeasures for the influence of the zero-G environment is very effective. They feel very good. John, because 6 days ago when we first saw the image of Chinese female astronaut getting into the space lab, her movement were pretty awkward, but 6 days of staying there, they've been quite good. That's one of the interesting things about people in space. They do adapt rather quickly, but notice that they're continuing with their exercises because they know that they're not going to stay in space forever. They have to readapt to conditions on Earth. Mm. And that's the purpose of those exercises. Mm. Because we know in 6 days when they come back to Earth, that will be another challenge, especially for the female astronauts. They have to learn how to live in gravity. Yes. After a successful manual docking between China's Shenzhou-9 spacecraft and the space lab module Tiangong-1, astronauts have begun to cross the Shenzhou orbit module and re-enter the space lab. Now let's take a look. The astronaut Jing Haipeng has been holding the camera, filming Tiangong-1 from Shenzhou-9. Right now, Liu Wang has taken an earphone from Tiangong-1 and reset the situation of the central control system. Astronaut has re-entered, once again re-entered Tiangong-1. And procedure is very similar from last time when the docking was done automatically. And first, they will have to reassure about the situation inside Tiangong-1. Shenzhou 9 has reported everything is run smooth.
It won't feel very well this time. And the way he entered Tiangong 1 is very well. They have been working inside Tiangong 1 for 6 days, and now right now they're spending there for the second time. They've been controlling their body very well during the last few days. Jing Haipeng has re-entered Tiangong 1 again. Compared with his first entry, he's like a bird flying towards us. And Liu Yang, the female astronaut, she has put into practice of her exercises of moving inside Tiangong 1, and right now she's been doing it very well. Jing Haipeng has been very careful. And right now they make a photo show. Shenzhou 9 is reporting to the ground control. Shenzhou 9, as planned, has finished manual docking. And the crew member have re-entered Tiangong 1. Thank you for commanders and our support team, which shall do our best to finish the rest tasks. Thank you, everyone, for your support. I salute to you. Shenzhou 9, this is Beijing. Shenzhou 9, get it. Congratulations on your success of the manual docking and re-entry into Tiangong 1. Our support team on the ground will keep supervising Tiangong 1, Shenzhou 9, and plan for the rest tasks. Wish you luck on your work inside Tiangong 1. Thank you for your care and support. Right now, the major task of this space mission has been successful, and the crew member will once again check the settings and situation inside Tiangong 1 and continue their experiments inside. Jing Haipeng looks like a fish. His positioning control goes very well. When he first entered Tiangong 1, he was very careful. One small maneuver, one monumental challenge. The astronauts on board China's Tiangong 1 space lab have returned to their Shenzhou capsule and separated from the station for the country's first ever manual manned docking. The capsule and lab moved around 400 metres apart before rejoining at some 17,000 miles an hour, 200 miles above the Earth. The manoeuvre is an essential one to master if China is to shuttle men and supplies to any future space station, and makes it only the third nation behind the USA and Russia to have perfected the art.